Ja, Knöpfe an der Kamera zu bedienen ist schon schwierig. Aber hallo und willkommen zu Arne Spielz, dem kleinen YouTube-Unterkanal der Bretterwisser. Hier geht es immer so ein bisschen darum, was ich gespielt habe, was meine Ersteindrücke sind, was meine Gedanken sind. Aber möglichst, ich habe mal gesagt 5 Minuten, mittlerweile bin ich froh, wenn ich 10 Minuten unterschreite, aber heute wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen kürzer. Denn es war nicht so viel los. Wir haben gestern 2 Partien gespielt. Das sind jetzt wieder nur Ersteindrücke heute. Aber das ist trotzdem so, was in meinem Kopf gerade losgeht. Ich soll mich aber ein, also zack, zack, ran an die Spiele. Es sind, wie gesagt, nur zwei kleinere. Ein Spiel, was ein bisschen angelehnt ist an nochmal, ist dieses Würfelland. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum nochmal, oder ich... Vielleicht war das der Grund, warum nochmal nicht beim NSV gelandet ist, weil das Spiel schon sehr ähnlich ist. Wenn ihr die Rückseite seht, sie sieht schon sehr, sehr ähnlich aus zu diesen Nochmalbögen. Diese Nochmalbögen, da geht es ja auch darum, in der Mitte anzufangen und sich nach außen auszubreiten mit Würfeln. Aber mir hat dieses Nochmal irgendwie nicht gefallen. Es hat nicht so bei mir gezündet, das war irgendwie... Ah, jetzt hast du schwarze Würfel, dann musst du mit Farbe und dann hast du da und hier und da und es war mir irgendwie für das Spiel, was es war, irgendwie zu viel. Es wurden super viele Kreuze gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel man da so in einer Partie macht. Irgendwie 80 oder sowas. Das ist mir irgendwie alles Arbeit. Nein. Also, ja, vielleicht schon. Es war mir vielleicht zu anstrengend für das, was man macht. Also, ich hatte ja letzte Woche das ganz schön clever vorgestellt. Was ja so als... was so als kleiner Nachfolger gilt von nochmal, auch so grafisch so ein bisschen angelehnt, was mir aber deutlich besser gefallen hat, da man dort weniger kreuzen muss, man hat aber ähnliche Entscheidungen, war schon mal viel besser. Jetzt kam halt ja dieses Würfelland heraus. Bei Würfelland ist es aber so, dass man nur farbige Würfel hat, also nicht irgendwie Kreuz und X und Fragezeichen und Schlag mich tot, und sondern einfach nur, man würfelt 6 Würfel, sucht sich eine Farbe aus, legt die zur Seite, dann darf man nochmal weiter würfeln. Wenn man einen weiteren Würfel der rausgelegten Farbe gewürfelt hat, darf man den auch noch rauslegen. Und man kann dann am Ende kreuzen und die anderen Mitspieler dürfen sich von den verbleibenden Würfeln eine Farbe aussuchen, die dort jetzt halt noch liegt, die dann auch kreuzen. Es geht halt darum, auf diesen Bögen, ich kann ja mal einen rausholen, vielleicht kriegen wir das ja in der Kamera eingefangen, es geht halt darum, auf diesen Bögen, die sehen so aus, von der Mitte anzufangen und dann nach außen, zu den Außenbereichen sich herauszukreuzen und diese Sternfelder zu erreichen. Es geht dann darum, 9 Sternfelder zu erreichen und eine Farbe abzukreuzen. Ganz einfach. Wer das gemacht hat, ist der Gewinner. Super. Keine Wertung, keine große Wertung, keine super. Im Gegensatz zum nochmal ist es natürlich weniger komplex. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, das Würfelland ist mir so ein bisschen zu banal. Ich mochte das aber, weil ich sehe mich das jetzt auch mit meiner Tochter spielen. Die wird 8 jetzt im Sommer. Das Spiel ist ab 8. Das wird sicherlich mit ihr funktionieren. Das ist so ein Terrassenspiel, sage ich mal. Es ist locker flockig, man muss nicht so viel drüber nachdenken. Man kreuzt ein bisschen, sieht so, dass man seine Sterne erreicht. Wenn man einen Stern erreicht, also diese Schätzfelder erreicht, dann darf man nochmal würfeln, aber mehr ist es denn auch nicht. Wenn ich jetzt sage, es tut nicht weh, dann klingt das ein bisschen gemein. Aber das ist es nicht. Also das Spiel hat mir irgendwie ganz gut gefallen, aber wie gesagt, ich kann halt verstehen, wenn 4 Spieler sagen, nochmal gefällt mir besser, weil dort einfach ein bisschen mehr Spiel drin ist. Würfelland ist ein bisschen simplifizierter, sage ich mal. Ein bisschen heruntergebrochen. Auch weniger Entscheidungen, aber trotzdem hat es mir ganz gut gefallen. Ein weiteres Spiel. ihr seht da hinten in dem Unschärfebereich immer noch den Dackel sitzen. Ich habe ja das Spiel Dackel drauf auch schon mal angeteasert hier, dass ich das jetzt bekommen habe. Dackel drauf ist ein... Hier steht, schnell schauen, viel riskieren, alles gewinnen. Dackel drauf ist einfach ein... ja, Memory-Spiel, in dem es darum geht, irgendwie, man hat so 15 Würfel mit 9 verschiedenen, na, die Kamera will nicht, doch, jetzt sieht man so, 15 Würfel mit, wenn ich mein Gesicht davor tue, dann trackt er das nicht. Naja, ist egal.
Man hat 15 Würfel mit 9 verschiedenen Tierarten drauf. Und es geht ja darum, man hat Karten auf der Hand. Von jeder Tierart 2 auf der Hand. Von jeder Tierart gibt es jetzt 2 und man zieht davon 10. Die guckt man sich, die nimmt man halt auf die Hand. Der Witz ist jetzt schon mal, dass man diese Karten mit den Tierkarten nicht umstecken darf. Das heißt, die stehen auf deiner Hand kreuz und quer. Und dann sagt dann der Startspieler, irgendwann Karten hinlegen, dann würfelt er einmal diese Schachtel. Dann darf man die sich angucken. Versuchen zu merken. Dann kommt der Deckel drauf. Ich weiß auch nicht, was er mit diesem Dackel soll. Da kommt der Deckel drauf und dann darf man seine Handkarte wieder aufnehmen und dann geht's los. Dann muss man nämlich für jede Hand, für jeden Würfel, der drin liegt, legt der Startspieler, wenn er ein Schwein gesehen hat in der Schachtel, legt er eine Schweinekarte. Dann muss der nächste Spieler, okay, da drin lag noch ein Schaf, legt dann eine Schafskarte, falls er die auf der Hand hat. Dann sagt der nächste Spieler, oh, ich glaube, ich habe noch einen Hasen gesehen. Und so weiter und so weiter. Und am Ende wird dann aufgedeckt und dann wird diese Kartenreihe, die sich halt gebildet hat, also wir haben die so schlangenförmig da hingelegt, dann wird diese Kartenreihe immer mit Würfeln bestückt. Also man fängt vorne an, okay, es lag ein Schwein drauf, Schweinewürfel drauf. Dort liegt jetzt eine Schafkarte, liegt ein Schaf drin, okay, liegt ein Schaf drauf. Wenn alles richtig ist von einem Spieler, wenn jede Karte mit einem Würfel quasi versehen wurde, dann ist ja diese Handkarten los. In dem Spiel geht es darum, die Handkarten loszuwerden. Ist es nicht richtig, also wenn zum Beispiel jemand einen Hund hingelegt hat und es ist kein Hundewürfel mehr drin, weil vielleicht vorher schon ein Hund war oder es war gar kein Hund im Würfelpool drin, dann wird diese Karte nicht mit einem Würfel belegt und dieser Spieler, der Pech hatte, muss alle seine Handkarten, die dort liegen, wieder auf die Hand nehmen. Also das ist schon echt ein krasses Memory-Spiel. Wir haben es halt gespielt und ich habe gedacht, wenn meine Kinder jetzt hier um uns herum rennen würden, dann würde das nicht funktionieren. Also man muss seine Handkarten sich memorieren. Man muss memorieren, was in diesem Würfelbecher in der Schachtel drin liegt. Und man muss dann später noch in der Reihe gucken, was liegt dort schon und was ist jetzt quasi, welcher Würfel ist jetzt quasi schon von einem Mitspieler schon abgedeckt? Also das ist schon cool. Also es hat mir echt cool gefallen. Das Spiel ist auch von Carlo Rossi. Der hat auch das Ab in die Tonne gemacht, was ich ganz toll fand. Großartiges Spiel, in dem es darum geht, Müll zu stapeln. Hatte ich in der letzten Top 10 Bretterwisser-Sendung auch nochmal erwähnt. Der hat auch noch ein Spiel gemacht, was ich irgendwie ganz cool fand. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das war jetzt echt, echt cool und cooles Memory-Spiel. Ich habe auch gesagt, es ist schon krass, was man mit bekannten Mechanismen einfach noch wieder für einen neuen Twist reinbringen kann. Ich meine, es ist ein Memory-Spiel, in dem es darum geht, halt irgendwie sich irgendwelche Sachen zu merken, genauso wie beim Memoir, dass man immer wieder schafft, bekannte Spielmechanismen, anscheinend ausgetretene Spielmechanismen, wieder mit neuen Ideen zu füllen und das Ganze wieder zu drehen. Also ich denke jetzt an Memoir, an Dackel drauf, The Mind, was ja wirklich nur aus dem Kartenstapel mit 100 Karten spielt. Also das ist schon cool, was da geht und das ist immer wieder spannend. Und ja, das waren jetzt 2 Spiele. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger über die Spiele geredet, wollte ich gar nicht. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach eine schöne Woche. Wir sehen uns irgendwann, spätestens nächstes Wochenende wahrscheinlich, oder nee, Anfang nächster Woche. Lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir mal in den Kommentare, was ihr im Moment so spielt, was im Moment bei euch so der heiße Scheiß ist. Und abonniert einfach mal diesen Bretterwisser YouTube-Kanal. Das lohnt sich. Ich garantiere es euch. Tschüss!